Leute, ihr habt es euch so oft gewünscht und heute ist es soweit. Heute ist es soweit. Mann, ey, heute ist es soweit, Leute. Heute haben wir eine neue Folge Hide and Seek zusammen mit Ben. Hide and Seek versteck nicht. Ich bin Suchkönig. Suchkönig Ben, sonst verstecken wir immer scheiße. Ja, hier kann man irgendwie den Spielmodus auswählen. Ich habe das selber nicht ganz so verstanden. Und hier können wir die Maps auswählen. Es gibt hier Map 1, Map 2. Wir machen keine Ahnung wie viele Runden. Und wir brauchen unbedingt ein Handy, damit wir die Zeit... Handy-Dandy. Aber ich habe gerade keins dabei, deswegen bis gleich. Ben, möchten wir ein klassisches Schere-Stein-Papier-Battle machen? Ja, machen wir. Ich verliere aber sowieso mal hier immer. Okay. Ja, bin ready. Okay, ich bin auch... Ich bin gar nicht ready. Was sage ich hier eigentlich? Eine Runde. Schere, Stein, Papier. Verdammt. Oh, die Streak ist wieder da, Alter. Was möchte ich jetzt? Nie weg, ey. Ich verliere nonstop. Ich glaube, ich will als erstes suchen. Soll ich mich jetzt verstecken oder was? Ja, achso. Okay, Ben ist jetzt ready auf der Map und wird sich jetzt verstecken und ich muss ihn dann gleich suchen. Also wir haben hier ein riesen Wohnzimmer, eine riesen Küche. Also es ist allgemein eine riesen Wohnung. Aber mit Verstecken weiß ich nicht. Sieht hier etwas mau aus, muss ich ehrlich sagen. Oh, hier ist ein Hebel. Soll ich den mal drücken? Was passiert dann? Oha, Alter. Die Tür geht da auf und zu. Welche Tür, Alter? Ja, diese Riesentür. Diese Major-Tür? Die ist übel riesig, ja. Weißt du, das Einzige, was noch riesiger ist? Nein. Die Likes, die auf das Video einprasseln. Ja, moin. Bin versteckt. Alter, wir verstecken uns. Bist Alter. Bist steckt. Ist steckt. Ich hab hier jetzt eine Druckplatte. Ich drück mal da drauf. Oh, Alter. Der Hunter beginnt zu suchen. Na, dann such mal. Okay, ich suche. Wie viel Zeit mal hast du? Ach so. Ja, shit. Wie viel Zeit habe ich? Wie viel schätzt du ein? Sekunden. Gewonnen! Nein, wie schätzt du ein? Wie viele Minuten kommen? Sind nicht vierer oder so. Vierer Minuten laufen ab jetzt. Let's go. Ich kann mir mein Elytra aufsetzen und habe hier sogar ein paar Enderperlen. Werden dir auch nicht helfen. Wenn mein Versteck ist OP. Ich bin gespannt. Ich bin hier gerade... Wo bin ich denn gerade hier? In der Küche. Ich bin gerade in der Küche. Okay. Hier war Ben nicht. Hier ist die Dusche. Nee, das Bad. Also hier ist doch schon die Dusche, aber ihr wisst schon, Leute. So. Ey, bist du vielleicht da oben? Auf den Duschkopf? Komm. Nein, mein Enderpe... Oh mein Gott, das Ben, darf ja wohl nicht wahr sein. Wie kann man denn so viel Glück haben? Du bist nur nach dieser... Was nutzt du der Enderperle schwimmen, Alter Schwede! Das waren 2 Minuten 59. Ben, dann würde ich jetzt sagen, ich darf mich hier verstecken. Also das Versteck war schon krass. Warte, bleib mal da. Lol, Alter, die Tür ist zugegangen. Cool. Mach mal auf. Alter, geil. Wenn sie kaputt geht. Das ist cool. Okay, Ben, dann würde ich sagen, geh mal zurück zum Spawn. Wo ist denn der Spawn? Ach, keine Ahnung, irgendwo hier auf der Welt. Okay, Leute, wir sind jetzt an der Reihe mit Verstecken. So schneller konnte man das aber auch nicht sagen. Ja, das habe ich in einem Atemzug gesagt. Mal gucken, ob Ben hier unser Battle hier... Das war ein Reinfall, ey, deine erste Runde. War wirklich ein Major. Ich bin auch aus der Übung gekommen, aber lange nicht mehr gemacht. Aber ja. Ich bin ja eh auch der Suchen-King und nicht der Verstecken-King. Also alles gut. Ich muss jetzt nur halt auch... Ne? Ja, ich muss mich hier erstmal ein bisschen alles hier so angucken, was hier so läuft und so. Wo man hier so geile Verstecke finden kann. Ich weiß gar nicht, war ich gut im Verstecken? Glaub ja. Eine Ebro war heftig im Verstecken. Ebro war die heftigste im Verstecken. Alter, hat man nie gefunden. Das war einfach hier. Oh, der Witz. Ja. Ich werde angerufen. So, Ben, ich bin Versteckerin Jod. Und jetzt schon? Ja. Go. Ich finde es gut, dass hier so eindeutig steht, dass der Hunter jetzt anfängt. Dann kann ich immer gut die Zeit starten. Ben, du bist voll schnell mit der Elytra, ne? Weil du kriegst so einen Boost, wenn du aufkommst. Ach so. Oder? Ja, keine Ahnung. Gefunden.
Oh mein Gott, Alter. Als Weltrekord, Alter, das ist Weltrekord. Das waren 12 Sekunden oder so. Junge, das war wirklich... Welche Zeit hast du gestoppt? Ich habe leider direkt auf Abbrechen gedrückt. Hä, hey, wie geht denn das? 1-1, Alter. Mann. Oh mein Gott, das war ja eine absolute Vernichtung, Inida. Okay, wollen wir jetzt eine andere Map mal nehmen? Ja, lass andere Map nehmen. Okay, was? Alter Schwede. Hä, warum? Absoluter Weltrekord. Runde Nummer 3. Ben wird sich jetzt verstecken. Ich werde ihn suchen. Oh, diese Mäuselöcher. Boah, das klingt schon jetzt so übelst schwer. Ich glaube, es ist auch richtig schwer. Was ist das hier? Okay. Wer die Runde jetzt gewinnt, ist der King im Ring. Ja, machen wir so. Machen wir so. Okay. Nee, geht's hier nicht weiter? Das ist ja sinnlos. Okay, wir gehen zurück. Ich meine, wir bleiben hier. Ich würde ja nach wie vor echt mal interessieren, so eine Gesamtstatistik aller Runden, die wir gespielt haben. Oh ja, wie viele Punkte da wer hat. Ja, das ist bestimmt mega krass. Aber dafür bräuchte man, glaube ich, 2 Wochen, um das rauszufinden. Ja, locker. Ein Dunkel hier vielleicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, du hast jetzt den Vorteil. Suchen ist, glaube ich, schon... 4 Minuten ist ein bisschen heftig für die Map, glaube ich. Okay, dann 5. Hä? 5 Minuten ist doch voll. Nee, ich meinte weniger. Ach so, okay. 3, sorry. Dann nur 3. 4 Minuten ist ein bisschen zu heftig. Ja, lass 5. Ja, ich dachte zu heftig, weil ich dann dich auf jeden Fall nicht finden kann, weil sie so groß ist. Das ist hier schwer. Verstecke, Union. Ja, okay, ich bin versteckt, aber... Okay. Bin mir ziemlich sicher, dass ich verlieren werde. Oh shit, okay. Dann geht's jetzt gleich los. Die Zeit läuft ab jetzt. Warum erst ab jetzt? Weil ich mich doch null umgeschaut habe, ohne Witz. Das ist doch dein Problem, die Mäuse. Alter, Mäuselöcher. Ich verliere sonst. Hä, what the fuck? Was ist denn hier los? Mit der Mäuse. Wer hat denn Mäuselöcher in der Wohnung? Hä, aber gibt's sowas wirklich? Das gibt's doch noch einen Zeichentrickfilm, als ob die Mäuse da erstmal so ein Loch in die Leisten knabbern, Alter. Oder machen die das echt? Oh shit, Alter. Nur boah, da hab ich ein bisschen Angst jetzt, wenn ich sowas in meiner Wohnung hätte. Ja, ich glaube, du bist da ein bisschen zu hoch für Mäuse oder so. Das stimmt, 4. Etage müssen sie erstmal durch andere Treppen. Wobei, es gibt doch andere YouTuber, die hatten auch Mäuse in ihrer Wohnung und die waren auch nicht 1. Etage. Ich hatte mal eine Maus in meiner Wohnung, die hat aber die Katze reingebracht. Ach so, nice. Ja. Da bin ich abends, da war es dunkel, auf Toilette, hab Licht nicht angemacht, wie man es halt so in Nacht macht. Und plötzlich ist da was durchs Bad gehuscht, ich habe Herzinfarkt des Todes bekommen. Ich hatte noch nie eine Maus im Haus. Maus im Haus, ne, das war es auch das einzige Mal. Na gut, aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man Mäuse hat oder Ratten. Na gut, aber dass du Ratten im Haus hast, da musst du glaube ich schon, also, ach, sorry. Wo bist du, Alter? Als ob du mich nicht findest, lol, es gibt gefühlt eigentlich nur ein Versteck. Hä, echt jetzt? Na, groß ist es ja nicht, wie du siehst. Junge, ich habe hier voll viele Verstecke, Alter. Ich habe hier so ein Major-Versteck, so ohne Witz. Das ist so... Hä? Sind aber schon nur die 2 Räume, oder habe ich das nicht gesehen? Nee, also... Ich bin... Nee. Ich habe nur noch 1 Minute gleich Zeit. Hallo, ich will hier hoch. Hä, wie komme ich hier hoch? Soll ich dir einen Tipp geben, aber mit Tipp? Ja, mit Tipp, Alter. Bei 1 Minute. Bin nicht. 2, 1, jetzt gewinnt. Ich bin nicht oben. Du bist nicht oben. Ey, als ob ich damit jetzt gewinne. Nee, das wäre so bitter. Hey, es ist richtig schlecht eigentlich. Oh mein Gott, ja, die okay, Wahl, war Alter. Klar, war klar, als ob ich damit gewinne, ey. Alter, das war knapp. Man, es war aber auch das einzige Versteck neben dem Ofen, was es gab. Hey, Ben, es gab hier ein mega gutes Versteck. Warte, das zeige ich dir jetzt. Komm, guck mal hier. So, ich bin hier reingegangen und dachte mir so, was ist das hier? Und ich dann so... Ah, man kann ja... Stimmt, in der Version kann man ja so schwimmen. Und dann bin ich hier irgendwie so mega hochgesprungen. Wow, Alter, das habe ich nicht gecheckt. Ja. Oh jo, man kann hier hoch sogar. Ja. Okay, Leute, das war's mit der Folge Heide Sieg. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Lasst doch unbedingt ein Abo da. Darüber freue ich mich umso mehr. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, morgen Abend. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao.